Hallo, ich bin Emma. Und ich bin Mathilda und wir erzählen euch heute, warum wir Christen Pfingsten feiern. Wie ihr alle sicherlich wisst, ist nächsten Sonntag Pfingsten. Aber viele Leute wissen gar nicht, warum wir Pfingsten feiern, obwohl Pfingsten nach Weihnachten und Ostern das drittwichtigste Fest der Christen ist. Deshalb erzählen wir es euch jetzt. Wie ihr alle wisst, wurde Jesus am Karfreitag gekreuzigt, stand aber am Ostersonntag wieder von den Toten auf. Aus diesem Grund feiern wir Ostern. Nach seiner Auferstehung traf Jesus wieder auf seine Jünger. 40 Tage nach Ostern fuhr Jesus in den Himmel auf. An diesem Tag feiern wir Himmelfahrt. Nachdem Jesus nicht mehr bei ihnen war, hatten die Jünger Angst und wussten nicht, wie es weitergehen soll. Fünfzig Tage nach Ostern feierten die Juden aus aller Welt wie jedes Jahr das Pfingstfest in Jerusalem. Für sie war es eine Art Erntedankfest. Tausende von Menschen aus unterschiedlichen Ländern waren gekommen. Auch die Jünger Jesus waren da. Sie saßen in ihrem Haus und beteten zusammen, trauten sich aber nicht, rauszugehen und von Jesus zu erzählen. Dann geschah etwas Unglaubliches. Ich werde euch jetzt den Abschnitt aus der Bibel vorlesen. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Nachdem die Jünger vom Heiligen Geist erfasst wurden, bekamen sie Kraft und Mut und traten aus ihrem Haus heraus, um die Botschaft Jesus zu verbreiten. Als sie rauskamen, wo sich viele Menschen aus aller Welt versammelt hatten, um zu schauen, was passiert war, merkten sie plötzlich, dass sie sich mit den Menschen auf ihrer Muttersprache unterhalten konnten. Sie konnten alle Sprachen verstehen und sprechen, obwohl sie die Sprache davor gar nicht konnten. Die Jünger waren also dazu fähig, den Menschen auf verschiedenen Sprachen von Jesus zu erzählen. Dieses Ereignis nennt man das Pfingstwunder. Mit ihren Predigten und Erzählungen konnten sie die Menschen so begeistern, dass sich am gleichen Tag noch 3000 von ihnen taufen ließen. Daraus bildete sich die erste christliche Glaubensgemeinschaft. Pfingsten wird dadurch auch die Geburt der Kirche genannt. Passend zu Pfingsten basteln wir zusammen eine Taube. Die Taube ist das Symbol des Heiligen Geistes. Also wir basteln heute eine Taube. Ich habe hier als erstes auf dickes Papier mir so eine Schablone gebastelt. Und jetzt übertragen wir das auf das Papier. So, ihr könnt gerne einmal Stopp machen und die Taube nachzeichnen, entweder auch mit Schablone oder gleich aufs Blatt. Als nächsten Schritt schneiden wir diese Taube aus. Jetzt sind wir fertig mit Ausschneiden und jetzt nehmen wir ein zweites weißes Blatt und fangen an, hier unten ein Stück einzuknicken. Dann drehen wir das Ganze um und knicken so ein Stück ein, umdrehen und wieder so rum. Das machen wir jetzt mit dem Ganzen.
So, jetzt haben wir das ganze Papier so gefaltet. Und jetzt fädeln wir das hier durch das Loch bei der Taube. Und hier so durch. Dann ziehen wir es bis zur Mitte. Jetzt können wir hier noch die Flügel aufklappen. Und haben dann unsere fertige Pfingsttaube.